Der Film zum Buch vom Führer. 24.02.1940. Die übermenschlichen Anstrengungen der letzten Zeit verursachen mir. Jetzt weiß ich, was es heißt. Das ist ungeheuer. Blähungen im Darmbereich, das ist ja toll, das ist ja ganz persönlich und intim. Das gibt's nur einmal, das kommt nicht wieder. Von heute an müssen große Teile der deutschen Geschichte neu geschrieben werden. Und es gibt noch viel mehr. Geheime Dokumente, geheime Gemälde, geheime, alles ganz geheim. Eva Braun, vom Führer selbst gemalt mit seinem eigenen Pinsel. Letztes Jahr war es ein verrotztes Taschentuch mit einem Originalführerpopel drin. Für mich ist der erste Buchstabe da vorne drauf kein A, sondern ein F. Und Fritze Hitler hieß er ja wohl nicht, oder? Jetzt ist Schluss. Wie siehst du denn aus? Wie sehe ich aus? Schlecht sehe ich aus. Harald Junke, Martin Benrath, Christiane Hörbiger, Ulrich Mühe, Georg Marischka, Dagmar Manzel, Rolf Hoppe, Karl Schönböck, Veronika Ferres, Rosemarie Fendel, Hermann Lause, Uwe Ochsenknecht und Götz George. Stonk. Eine Komödie von Helmut Dietl. Der Film zum Buch vom Führer. Stonk.